Zu diesem neuen Video. Wir haben hier einen wunderschönen Toyota Starlet. Es ist der etwas andere Oldtimer, ich hatte es ja schon mal gesagt. Extrem verwittert. Wir werden dieses Fahrzeug heute in einem One-Step neu aufarbeiten. Dabei wünsche ich euch schon mal viel Spaß. Los geht's mit diesem Video. Bleibt dran! Ja, da sind wir wieder. Ich habe es eben gesagt, Toyota Scarlett, Uni-Rot, kein Klarlack, extrem verwittert, relativ stark verkratzt. Und hier war einfach der Wunsch vom Besitzer, das Fahrzeug wieder schön rot aussehen zu lassen, einfach mal die Kunststoffe einzupflegen und vor allem den Lack auch so zu konservieren, dass er länger so bleibt. Das Fahrzeug ist tatsächlich so eine Art Scheunenfund, ist seit 2008 abgemeldet gewesen, erster Hand, und stand im Schuppen einer Werkstatt seit 2008 irgendwo ziemlich verwildert rum. Wir haben die Wäsche schon gemacht, da hatten wir relativ viel Moos und. Geknetet haben wir ihn auch schon. Jetzt geht's ans Polieren, das heißt, wir werden jetzt erstmal alles abkleben. Dann werden wir das Fahrzeug versuchen, in einem One-Step neu aufzuarbeiten. One-Step eben deswegen, weil, naja, Fahrzeug hat 300 Euro gekostet. Das ist eher so ein Auto, wo so ein bisschen für Rallye umgebaut werden soll. Dann hatten wir gesagt, gut, wir gucken einfach mal, was geht. 300 Euro kriegen wir schon irgendwas hin. Ich habe das Projekt, muss ich auch ehrlich sagen, nur angenommen, weil ich das Projekt an sich sehr spannend fand und weil ich wusste, dass die Videos, die wir hier von drehen, mit Sicherheit nicht schlecht sind, beziehungsweise mit Sicherheit auch sehr gut ankommen werden. Ja, Fahrzeug steht hier und jetzt würde ich sagen, schmeißen wir uns ran. Wie gesagt, wir kleben jetzt erstmal alles ab. Dann werden wir gucken, was wir von der Politurkombination verwenden. Und ich würde sagen, im Anschluss sehen wir uns dann auf jeden Fall dann gleich wieder. Ich werde euch hier wieder so ein bisschen mitnehmen. Das heißt, ich wünsche euch jetzt schon mal viel Spaß. So, wir fangen erstmal an und ihr wisst, wie es ist. Nichts geht natürlich ohne Abkleben. Alle Gummidichtungen, alle Kunststoffe, alles, was ja nicht mit Politur benetzt werden sollte oder mit der Poliermaschine in Kontakt kommen sollte, wird erstmal abgeklebt. Hier lieber ein bisschen mehr als ein bisschen zu wenig. Na, das ist natürlich ärgerlich, nachher dann zu versuchen, die Politur von den Kunststoffteilen eben wieder runter zu bekommen. Hier nehmen wir HPX-Klebeband, aber gibt es natürlich genug Auswahl. Nehmt, womit ihr zufrieden seid. Wir fangen jetzt aber erstmal an mit dem Polieren. Hier empfiehlt sich natürlich, rote Cutting Pads zu nehmen bei einem roten Unilack. Dann fällt das mit der Farbe nachher nicht so aus, nicht so auf. Und man versaut sich nicht ganz so sehr die Polierpads. Für einen One-Step, ich habe mir erst gedacht, probieren wir es mit der Sonax Cut and Finish. Das ist eine Politur, die mir vom Glanz und von allem sehr gut gefällt. Auf dem Politur, also auf dem Lack jetzt hier, schön lange ausgefahren. Dann sieht man auch schon, wie die Farbe zurückkommt. Allerdings muss ich an der Stelle sagen, mit dem Ergebnis war ich persönlich nicht ganz so zufrieden. Der Lack war noch stark verkratzt, wir hatten noch wirklich viel eingebrannt, das werden wir jetzt auch hier nochmal sehen in den Scan-Grip-Aufnahmen. Und vor allem, ja, das sieht so richtig die Spuren der Maschine, also wir müssen auf jeden Fall idealerweise noch einen zweiten Gang fahren. Wie gesagt, nicht ganz so zufriedenstellend. Ich wollte mir aber erstmal gucken, wie das Polierbild auf dem Dach aussieht, da hat man schon durch die Mattierung durchgesehen, dass es ein bisschen verätzter ist. Auch hier selbe Kombination, rotes Sonax Cutting Pad und Cut and Finish, Rupes LAR 15 Mark III und gib ihm. Auf den ersten Blick natürlich ein Riesenunterschied, also wirklich beachtlich eigentlich, aber ja, dazu braucht man nicht viel.
Aber ihr seht selber, nicht ganz so zufriedenstellend. Deswegen kommt manchmal alles anders, wie man denkt. So, kurzes Update zwischendrin. Wir haben jetzt schon mal die Haube abgezogen und ihr seht das, glaube ich, im Hintergrund ganz gut. Die Hälfte vom Dach. Ich habe jetzt zwischendrin den Kunden angerufen und habe gefragt, ob das nicht zumindest eine Option wäre, dass man sagt, man fährt halt wirklich zwei Poliergänge, man bezahlt ein bisschen mehr und hat insgesamt ein besseres Ergebnis. War er mit einverstanden? Denn grundsätzlich ist es natürlich so, wir sehen ein an sich gutes Ergebnis. Der Effekt oder der Unterschied ist natürlich aufgrund der Vermattung extrem. Allerdings bin ich selber mit dem Ergebnis nicht so zufrieden. Wir haben noch einen Haufen Matten drin, einen Haufen eingebranntes Zeug. Ich zeige es euch aber einfach mal selber. So, ich denke, man sieht das hier in dem Lichtkegel schon ganz gut. Wir haben hier relativ viele Kratzer noch drin. Und hier, wenn man ins Tageslicht mal hier reinguckt, hier so in dem Bereich hier, sehen wir noch viel Eingebranntes. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch beseitigt bekommen. Und ja, also es ist jetzt noch nicht so 100% klar. Ich meine, gut, jetzt wo die Sonne mal rauskommt, sieht es einigermaßen gut aus. Aber oben auf dem Dach genau dasselbe. Wir haben noch relativ viele Kratzer drin. Das, obwohl wir jetzt wirklich hartes Pad und gib ihm. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal einen zweiten, also einen Two-Step im Prinzip fahren. Dafür habe ich mir jetzt die LR, die Duetto, also meine Lieblings-Excenter-Maschine, Baby. Daddy hat dich lieb. Na du kleines, ja. Genau, auf jeden Fall haben wir jetzt, wie gesagt, die Duetto uns geschnappt. Hybrid Woolpad auf jeden Fall drauf geknüppelt. Und wir werden jetzt eine Runde X-Cut 0505 vorne wegfahren und das Ganze dann einfach nochmal mit der Perfect Finish am Ende finishen. So ist ja zumindest der Plan. Wir müssen gucken, ob wir vielleicht auch eine andere Politur dann mal fahren. Das schauen wir einfach mal. Ja, genau, das ist jetzt der Plan. Wie gesagt, wir werden jetzt hier auf jeden Fall Dach und die Haube nochmal so abziehen und bei den Seiten gucken wir einfach mal, wie da der Zustand dann ist. Aber zumindest wird es schon mal. Ich meine, egal wie der Lack aussieht, es spiegelt sich schon mal was. Sonax Hybrid Woolpad, wir fahren auf jeden Fall auf dem Dach und auf der Motorhaube einen zweiten Gang, also ein Zwei-Step-System. Auf den restlichen Bauteilen, wie jetzt auf den Kotflügel, hat zum Glück einen One-Step, sage ich mal, gereicht. Da haben wir auch die Politurkombination nicht geändert. Ein medium-hartes Pad, Politur einmal kurz anverteilen. Sieht natürlich jetzt immer ein bisschen ruckelig aus, aber Politur kurz anverteilen, dann ganz gemütlichen One-Step fahren, Politur lange durchfahren und dann hat das Ergebnis tatsächlich schon gut gereicht. Mehr musste es nicht sein, jetzt zumindest auf den senkrechten Flächen, doch ja. Wie gesagt, Motorhaube, Dach, Two-Step, auf den Seiten, wie gesagt, hat ein One-Step weitestgehend gereicht. Sonax Cut and Finish, PX E80, 75er Teller und man siehe, ein schönes, ja, vergleichsschönes 50-50 Bild. Doch Wahnsinn, was hier runterkam. Und wir haben natürlich einen schönen, klaren Lack wiederbekommen. Dieses System werden wir auch weiterfahren. Wie gesagt, etwas härteres Pad, Sonax Cut and Finish, PXE80 und die Polituren schön durchgefahren. Auf den Türen war es wieder ein bisschen stärker verkratzt. Da mussten wir wirklich wieder mit Hybrid Woolpad ran und Nanolex Ultra Cut Polish hatten wir jetzt hier an dieser Stelle verwendet, das musste ich selber kurz überlegen. Ja, genau, die Feinheiten, das ist auch immer sehr wichtig. Natürlich jetzt hier auch bei Schwarz, man muss alles polieren, sonst sieht man diese Vermattung einfach, auch im Tageslicht. Das heißt, wenn man so ein Auto poliert, was schon so extrem vermattet ist, muss man wirklich gucken, dass man alle Stellen erwischt. Dieser Farbunterschied sieht nicht gut aus, würde man im Nachhinein sehen. Wir machen ein kleines 50-50 und ich denke, man sieht es, es ist nicht ganz so
zufriedenstellend. Wir sind hier tatsächlich jetzt auf den unteren Bereich vom Fahrzeug nochmal einen zweiten Gang gefahren, also nochmal gecuttet, nochmal gefinished. Denn ihr seht selber, es war immer noch stark verkratzt. Ich war selber nicht ganz so zufrieden damit. Da mussten wir nochmal ran. Ansonsten haben wir die Feinheiten gemacht mit ja, der Albert, einer meiner Lieblingsmaschinen, ihr kennt sie. Rotationsmodus und dann wirklich ganz fein in die Ecken rein, um die Kunststoffe herum. Denn auch hier muss man polieren, ansonsten, wie gesagt, wird man das sehen und das würde nicht schön aussehen. Dann fahren wir das Finish. Ich habe mich jetzt hier für die Surfaces Finish Polish entschieden. Hat hier sehr gut funktioniert auf dem Lack. Eine wirklich schöne Politur, gerade hier etwas flacheres blaues Surfaces Pad. Die nehme ich sehr, sehr gerne dafür. Läuft gerade mit der Duetto sehr rund, sehr angenehm. Und dann eben das Finish schön lange ausgefahren. Ich denke, man sieht hier schon sehr gut, ja, dass es wirklich sehr schön wird. Wir haben die Maschinenabdrücke rausbekommen und das Cutten mit dem Hybrid Wool Pad und der Cutting Politur war wirklich hier von Vorteil. Dann machen wir weiter. Heckparty auch, ja, PXE80 und Sonax Cut and Finish und gib ihm. Auch hier haben wir ein sehr schönes Vorher-Nachher gezaubert. Das war auch, ja, ich sag mal, gerade vonnöten. Die Heckklappe war auch extrem ausgeblichen, extrem matt schon. Auch hier konnten wir ein schönes Ergebnis zaubern, hat ein One-Step tatsächlich gereicht. Hier muss ich insgesamt auch sagen, dass das Polieren mit dem kleineren Teller und dem 75er Stützteller, also der kleineren Maschine, einfach insgesamt besser war. Die Politur ließ sich hier schöner durchfahren als mit den Großhubmaschinen. Es war einfach von der Verarbeitung entspannter. Auch hier Albert und wie gesagt, die Feinheiten auch gemacht. Schön langsam an der Kante entlang gegangen, dass man hier wirklich einfach ein sehr schönes Gesamtergebnis am Ende herausgezaubert hat. Auch oben am Dach, am Holm entlang, einfach überall. Dann entfetten wir das Auto. Ich habe mich jetzt hier für das Sonax Prepare entschieden. Ihr kennt das Produkt. Ist eine schöne Polierhilfe und ein sehr guter, sehr schonender Entfetter vor allem. Das Prepare ist hier natürlich, ich sage jetzt mal wirklich gerade für so Einschicht Unilacke ohne Klarlack, wirklich gut geeignet. Das ist sehr schonend. Ich beschädige die Oberfläche nicht. Ich ziehe mir keine Mikrokratzer rein. Isopropanol würde ich an dieser Stelle wirklich nicht empfehlen. Das geht wirklich mit dem Prepare einfach wesentlich besser. Wir entfetten das komplette Auto, dann tragen wir das Sonax CC1 auf. Ich habe mich jetzt hier für das CC1 entschieden, hat einfach den Grund, dass das preismäßig wirklich gut oder sehr gut dazu gepasst hat. Es ist keine richtige Keramik, aber ich war der Meinung, dass es einfach den längsten Schutz bietet und dass einfach die Farbe so natürlich länger präsent bleibt, wie wenn ich jetzt hier einen Vergleich, weiß ich sage jetzt mal, ein Wachs aufgetragen hätte. Ich wollte einfach, dass der Kunde lange Freude mit dem Rot hat und dass das nicht dann direkt wieder anfängt zu verbleichen. Also ich denke, da war einfach das CC1 die bessere Entscheidung. Ging auf diesem Unirot auch sehr, sehr gut von der Verarbeitung. Also ich habe mir keinen Lack angelöst. Das Applicator Pad hat sich jetzt nicht irgendwie rot verfärbt. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Nicht alle Beschichtungen können mit Unilacken klarkommen. Es kann immer ganz gerne sein, dass man sich hier irgendwie den Lack anlöst. Dann natürlich auf die Kunststoffelemente. Hier habe ich auch das CC1 aufgetragen. Vor allem, ich habe es gleichmäßig und homogen aufgetragen und habe es so gelassen, ohne es wieder abzunehmen. Hat den Vorteil, dass die Kunststoffelemente einfach tief schwarz wurden. Sah wirklich, wirklich gut aus. Werden wir am Ende vom Video übrigens wiedersehen. Da blende ich dann ein paar schöne Szenen ein, wie wirklich, wie gut dieser Kunststoff aussah und aber auch generell die Fahrzeugaufbereitung. Im Übrigen, ich habe alle Produkte unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut also ruhig mal rein. Link zum Online-Shop ist in der Videobeschreibung. Genau, ansonsten, wie gesagt, wir machen die Kunststoffe, das Fahrzeug komplett. Auch hier natürlich nochmal mit dem Detailing-Sticks hinterher, dass wir wirklich überall hinkommen. Denn auch auf dem Kunststoff würde man es absolut sehen, wenn wir hier eine Stelle vergessen würden. Hier muss man so ein bisschen wirklich, wie immer, penibel arbeiten. Auch hier natürlich wichtig, vorher entfetten, einen Hauch Sonax Prepare ins Tuch gesprüht, einfach mal kurz die Flächen entfettet und auch hier im Anschluss versiegelt. Auch hier Sonax CC1 funktioniert gut. Ich habe auch hier das Produkt nicht abgenommen, sondern wirklich, ich sag jetzt mal, gut verteilt,
gleichmäßig verteilt. Ein paar Mal wirklich mit dem Pad hin und her, dass es wirklich ein homogenes Bild gibt. Und auch so einfach das Produkt darauf stehen lassen, dass es einfach ein rundes, schönes, sauberes und gleichmäßiges Schwarz ergibt auf den Kunststoffen. Denn diese waren auch schon stark verwittert. Wir haben uns im Innenraum noch angenommen. Den haben wir auch sauber gemacht. Wir haben uns hier für Interieur-Purge entschieden. Plus nochmal zum Schluss eine runde Geruchsvernichter im Fahrzeug. Ihr kennt das, Fahrzeuge haben so einen alten, muckeligen Geruch und das ging jetzt hier in der Kombination sehr gut. Einfach nochmal einen Schuss akut SOS rein und wir hatten am Ende in Kombination mit dem Interieur-Purge ein schönes, neutral riechendes Auto. Einfach einen Schuss rein, nicht so viel, einmal kurz wirklich für eine Sekunde reinfeuern, 2, 3, 4 Sprühstöße, mehr muss es nicht sein. In diesem Fall ist es natürlich eine Slow-Motion-Aufnahme, nicht wundern. Genau, ansonsten Türen zu und einfach noch mal ein paar Stunden wirken lassen. Wir kümmern uns um die Gummidichtung noch. Diese haben wir gereinigt und auch noch im Anschluss gepflegt, dass auch die natürlich passend zum Kunststoff und zum Lack natürlich wieder frisch und neu aussahen. Und auch hier war es wirklich vonnöten. Zum Schluss die Fensterscheiben noch gereinigt und die waren so dreckig, das war das erste 50-50, das ich glaube ich jemals von einer Fensterscheibe machen konnte. Ich glaube, man sieht es hier sehr gut, ein schönes Vorher-Nachher. Und waren wirklich extrem dreckig, das Tuch sah nachher auch wirklich mehr schwarz aus wie grün. Also das Tuch hat gesagt oder hat mir gesagt, wie man jetzt hier im Video sieht, das war vonnöten, würde ich sagen. Die Scheiben waren echt sehr, sehr dreckig. Projekt Toyota Starlet ist, würde ich sagen, beendet. War wirklich eine schöne Aufbereitung, ein Scheunenfund tatsächlich mal, wenn man es genau nimmt. Ich denke, wir konnten wirklich ein gutes Ergebnis erzielen. Wie gesagt, Haube, Dach auf allen liegenden Teilen, wo wir relativ viel Eingebranntes hatten, sind wir in Two-Step gefahren. Bei den anderen Bauteilen hat teilweise ein One-Step gut gereicht. Der Lack würde ich als relativ weich bezeichnen, jetzt nichts Hartes. Und insgesamt denke ich, haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Wir haben alles gepflegt, was ging. Scheiben gereinigt, Kunststoffe nur eingepflegt, dass sie schön schwarz sind. Beim Lack haben wir wirklich ein super Ergebnis erzielt, bin ich der Meinung. Wichtig hier ist, gerade wenn ich solche Fahrzeuge habe, die schon stark ausgeblichen sind, man muss alles polieren, denn wenn ich irgendwo eine Mattierung vergesse, würde man die natürlich sehen, aufgrund vom Glanzunterschied. Wenn ich hier irgendwo noch eine matte Stelle hätte, das sticht gerade in der Sonne sofort ins Auge. Am Ende haben wir uns hier für die Sonax CC One entschieden. Es liegt einfach daran, weil das preismäßig sehr gut reingepasst hat, weil das von der Lackglätte, vom Gloss und auch von der Haltbarkeit zu diesem Fahrzeug sehr gut gepasst hat. Ich denke, so können wir auch gewährleisten, dass der Lack relativ lange rot bleibt, ohne im Nachgang nochmal auszubleichen. Ja, auch innen haben wir wieder schön hinbekommen. Am Ende haben wir noch eine Runde akut SOS verwendet, um diesen Geruch rauszubekommen. Das Fahrzeug hat aufgrund der langen Standzeit schon relativ alt gerochen. Ansonsten glaube ich, eine schöne Geschichte, war ein schönes Projekt. Ich hoffe, euch hat das Projekt auch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, runter in die Kommentare damit. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Abonnieren und liken nicht vergessen, das würde mich freuen. Ansonsten, wie gesagt, war ein sehr schönes Projekt, das wir, glaube ich, wieder schön hingezaubert bekommen haben. Fahrzeug wird jetzt auch demnächst abgeholt. Ja, war eine coole Sache. Ich freue mich auf eure Kommentare in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut. Ciao. When you put your hand in my jacket, I'm thinking so irrational. You flew me international now. We could spend hours reading the signals, but that's so unoriginal. What if we took this back to my house? Under all these lights, I gotta take a minute, take a minute, take a minute to calm down. But I feel like if I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn? If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. I don't wanna fade.
me, should I go and call up a taxi? We can make out for a play in the backseat. Please tell me now how that all sounds. You can sleep in while I make breakfast, watch cartoons and talk about exes. And if you're happy, stick around. I just feel like this is worth the risk. I never felt a fire like this. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? I just feel like you need to know. If I told you I was ready right this minute, would you just run off and tell someone? I just feel like you need to know. Right here, right now, we're running out of things to talk about. Right here, right now, I'm about to let the truth come out. If I told you I was ready right this minute, do you think that it would turn you on? Can you tell me now? If I told you I was ready right this minute, would you just run up and tell someone? Told you I was ready right this minute. Do you think that it would turn you on?